Die Kettensäge dürfen Abdullah und Amar zwar noch nicht bedienen, trotzdem greifen sie den Forstarbeitern tatkräftig unter die Arme. Die beiden jungen Männer sind Flüchtlinge aus Syrien und versuchen nun in Deutschland Fuß zu fassen. Ich möchte unter die Leute kommen, damit ich mich integrieren und Deutsch lernen kann. Ich arbeite gern und bin froh, hier sein zu können. Ich habe mich für dieses Projekt entschieden, um mich zu integrieren, um Deutschland besser kennenzulernen und die Sprache zu lernen. Ich möchte mich in die Arbeitswelt hier eingliedern. Um diesen Wünschen entgegenzukommen, bieten die bayerischen Staatsforsten den Flüchtlingen die Möglichkeit, Praktika in verschiedenen Forstbetrieben zu machen, so auch in Bodenmais. 4 Wochen lang begleiten die Syrer hier die Mitarbeiter bei ihren Einsätzen. Ich denke, es wird da vielleicht ein bisschen Sprachbarrieren geben, aber die lassen sich mit Interesse und mit Schwung überwinden. Und wie man jetzt gerade ja vor Ort sehen kann, unsere beiden Erstpiloten, der Amar und der Abdullah, sind mit Feuereifer bei der Sache. Erste Aufgabe für die beiden Flüchtlinge und ihre Ausbilder, die Steigerfelskapelle und den zugehörigen Kreuzweg vom überschüssigen Geäst befreien. Für den Markt Bodenmais ist es natürlich unheimlich wichtig, dass die Wanderwege entsprechend gepflegt sind, dass die Ausflugsziele wieder ertüchtigt werden. Zur Freude unserer Einheimischen, zur Freude unserer Gäste. Und die Asylsuchenden bekommen die Möglichkeit, hier in ein Berufsbild reinzuschnuppern. Sie können Fauna und Flora in unserer Region kennenlernen. Die freuen sich auch auf dieses Praktikum. Somit für alle Beteiligte eine Gewinnsituation. Bis jetzt sind Abdullah und Amar noch zu zweit. Zwar hatten sich noch weitere Flüchtlinge angemeldet, aber da die erste Projektphase in den Ramadan, den Fastenmonat der Muslime, fällt, haben dann doch einige einen Rückzieher gemacht. Dennoch baut Forstbetriebsleiter Jürgen Völkel auf die Mundpropaganda unter den Flüchtlingen. Wenn jetzt die zwei heimkommen nach einem Tag oder nach zwei Wochen und sagen, da draußen hört mal, wir machen hier einen tollen Job, wir treffen Leute, wir mischen uns unter die Leute, der Tag ist nicht so lang und es macht Spaß, dann bin ich mir sicher, dass das Kreise ziehen wird. Ob das Projekt den erhofften Erfolg bringt, muss sich noch zeigen. Der nötige Einsatz und die Motivation scheint aber auf beiden Seiten vorhanden zu sein. Die Beteiligten sind sich einig. Nur so kann Integration funktionieren.